Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese Märchen vor. Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet wurde. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war. Und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern wurde und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu. Und da sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte, »Was fehlt dir, liebe Frau?« »Ach«, sagte sie, »wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinterm Haus zu essen bekomme, so sterbe ich.« Der Mann, der sie lieb hatte, dachte, »ehe du deine Frau sterben lässest, holst du ihr von den Rapunzeln. Es mag kosten, was es will.« In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten hinab, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich darüber her, machte sie einen köstlichen Salat und aß ihn voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten hinabsteigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab. Als er aber die Mauer herabgeklettert kam, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. »Wie kannst du es wagen«, sprach sie mit sonnigem Blick, »in meinem Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? Das soll dir schlecht bekommen.« »Ach«, sagte er, »lass Gnade vor Recht ergehen. Ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt und empfindet ein so großes Gelüsten, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekommt.« Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm, »Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst. Allein ich mache eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen bei mir, und ich will für es sorgen wie eine Mutter.« Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau im Wochenbett lag, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel war das schönste Kind unter der Sonne. Als es 12 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppe noch Tür hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!« Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare 20 Ellen tief herunter und die Zauberin stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorbeikam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, dass er stillhielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erscheinen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Tür. Aber es war keine zu finden. Er ritt heim.
Doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, dass eine Zauberin herankam und hörte, wie sie hinaufrief: Rapunzel, Rapunzel, lass mir den Haar herunter! Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. Ist das die Leiter, welche nun hinaufführt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen, sagte der Königssohn. Den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turme und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter! Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie gesehen hatte. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr bewegt sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen habe und er selbst habe sie sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum Manne nehmen wollte, und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie: Der wird mich lieber haben als die alte Frau Godel, und sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach: Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bring jedes Mal einen Strang Seide mit und daraus will ich eine Leiter flechten, und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd. Sie verabredeten sich, dass er bis dahin alle Abende zu ihr kommen wolle, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte: Sag's mir doch, Frau Godel, wie kommt es nur? Sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als den jungen Königssohn. Der ist in einem Augenblick bei mir. Ach, du gottloses Kind, rief die Zauberin. Was muss ich von dir hören? Ich dachte, ich hätte dich von der Welt geschieden, und du hast mich doch betrogen. In ihrem Zorn packte sie das schöne Haar der Rapunzel, schlug es ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten und ritsch, ratsch waren sie abgeschnitten. Und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben musste. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte sie abends die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest, und als der Königssohn kam und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass mir den Haar herunter. So ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. Haha, rief sie höhnisch, du willst die Frau Liebste holen, aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und wird auch dir noch die Augen auskatzen. Für dich ist Rapunzel verloren. Du wirst sie nie wieder erblicken. Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen und in der Verzweiflung sprang er den Turm hinab. Das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm seine Augen. Da irrte er blind im Wald umher und aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als Jammern und Weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel einige Jahre im Elend umher gewandert war und gewohnt hatte. Mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und einem Mädchen. Sie lebten kümmerlich. Er vernahm eine Stimme und sie deuchte ihm so bekannt. Da ging er darauf zu, und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals
und weinte und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar, und er konnte damit wieder sehen wie zuvor. Er führte Rapunzel in sein Reich, wo er mit Freude empfangen wurde, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt miteinander. Sag euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.